Zwangsgedanken und Zwangsstörung. Wieder ein wirklich spannendes Thema, was ich für dich rausgekramt habe. Denn diesmal geht es um Zwang. Warum haben manche Menschen Zwänge, etwas zu tun? Denn in den wenigsten Fällen geht es um die Unterlassung von etwas. Etwas zu tun also oder an etwas ganz Bestimmtes immer wieder denken zu müssen. Was sind die üblichen Vorgehensweisen einer Behandlung von Zwang und wie helfen die? Wie kommt man schlussendlich davon weg, wenn es so sehr stört, dass man es schon als Krankheit einstufen muss? Hier kommen die Antworten. Hallo zu diesem Video. Heute dreht sich alles um Zwang, also Zwangshandlungen, Zwangsgedanken. Kurz um die Zwangsstörung. Mein Name ist Tobias Paul von der IHC Hypnose, dem erfolgreichen Hypnoseinstitut Deutschlands. Ein wichtiger Themenkomplex, mit dem wir uns im Institut beschäftigen, weil man mag es als Nichtbetroffener kaum glauben und doch ist es so, weil tatsächlich sehr viele Menschen unter Zwang leiden. Das können ganz bestimmte Handlungen sein, die immer wieder und wieder durchgeführt werden müssen. Das können aber auch ganz bestimmte Gedanken sein, die man selbst als sehr schrecklich oder sogar unsinnig ansieht und die dennoch immer wieder gedacht werden bzw. gedacht werden müssen. Wenn du dir zunächst vielleicht die Frage stellst, warum man so etwas wie Zwänge überhaupt hat und wodurch das alles ausgelöst wird, so kann ich dir sagen, dass es da ganz unterschiedliche Theorien dazu gibt. Wie bei den meisten Dingen sind die Ursachen sehr vielschichtig und sicher nicht nur auf ein einziges Ereignis oder etwas ganz Bestimmtes zurückzuführen. Letztlich werden wir wohl niemals vollständig als Menschheit erforschen, wodurch im Einzelfall die Zwangsstörung ganz konkret ausgelöst wurde. Was ich allerdings in der Praxis relativ häufig feststellen muss, ist die Tatsache, dass sehr viele Menschen, die mit dem Thema Zwang bei mir Hilfe suchen, eine sehr starke Überforderung im Leben erfahren haben. Und diese Überforderung fand erstmals oft schon in der ganz frühen Kindheit statt. Jetzt mag der eine oder andere wieder sagen, ja, schon wieder eine schwere Kindheit gehabt, ich kann's schon nicht mehr hören. Aber so meine ich das auch nicht. Es geht nicht um solche Dinge, dass man zum Beispiel aus Angst vor Schlägen dann später zwanghaft geworden ist. Das kann zwar auch sein, aber so ist es meiner Erfahrung nach kaum. Es geht um Überforderungen, die wir zur damaligen Zeit gar nicht so wahrgenommen haben bzw. wahrnehmen konnten, da unser Bewusstsein hierfür noch nicht entwickelt war. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Mutter stillt ihr Baby, bis es satt ist. Grundsätzlich ist das ja eine super Sache. Nur hat unsere Beispielmutter jetzt alle Hände voll zu tun. Der Haushalt wartet, weil der Mann immer eine saubere und schön ordentlich aufgeräumte Wohnung vorfinden will, wenn er abends nach Hause kommt. Sie muss noch einkaufen gehen und weiß schon wieder nicht, was sie denn kochen soll. Aber pünktlich 18 Uhr und keine Minute später muss das Essen auf dem Tisch stehen. Vielleicht studiert unsere Beispielmutter noch nebenbei und all das führt dazu, dass, wenn ihr Baby sich satt getrunken hat und das Kind sofort in die Wiege zurückgelegt wird, da ja noch so vieles andere ansteht, was erledigt werden muss. Es
muss erledigt werden, weil man das ja so macht. Es muss erledigt werden, weil es andere von einem erwarten. Es muss erledigt werden, weil man selbst alles richtig machen will, um nicht anzuecken. Aus der Sicht der Mutter ist das alles auch so richtig und für uns in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Sie ist ja nicht irgendwie böse und will sicher auch nur Gutes für ihr Kind. Aus Sicht des Babys kann das jedoch schon eine massive Überforderung bedeuten. Die Zärtlichkeiten kommen zu kurz. Da nur der technische Ablauf des Stillens durchgeführt wurde, nicht aber das sich mit dem Kind beschäftigen danach. Oft kommen dann noch weitere Komponenten im Leben dazu. Das Kind wird älter und soll nun lernen, am Tisch schön gerade zu sitzen. Es darf in der Schule nicht kippeln oder beim Abendbrot nicht mit dem Essen spielen, weil das macht man ja nicht. Das gehört sich so nicht. Und was sollen da nur die Leute denken? Die gut gemeinte Erziehung, die Regeln und Normen vermittelt, kann in wenigen Fällen dazu führen, dass das Kind in einen Rahmen gezwängt wird, wo es überhaupt nicht rein will, weil das nicht seiner Persönlichkeitsstruktur entspricht. Es kann sicher aber in den meisten Fällen nicht ausdrücken, geschweige denn sich dagegen wehren. Und das bedeutet dann für das Kind eine massive Überforderung. Es wird in einen Rahmen gezwängt. Na, gehört? Hier wird gezwängt und um Zwang geht es dann später auch bei dem immer älter werdenden Menschen. Zwei Dinge sind mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig zu erwähnen. Zum einen möchte ich hier keinen Schuldigen suchen oder irgendwelche Schuldzuweisungen aussprechen. Wahrscheinlich haben bei unserer Beispielfamilie die Eltern ihr Kind wirklich sehr lieb und wollen gerade deshalb, dass es sich im Rahmen der als normal angesehenen Normen verhält. Das Kind soll es ja später mal leichter haben und ein unangepasstes und normwidriges Verhalten führt sicherlich nicht dazu, dass es das Kind besonders leicht hat im Leben. Hier gibt es also eine gute Absicht und Schuldzuweisungen, die bringen nichts, weil sie nicht weiterhelfen. All die Lehrer, Erzieher oder natürlich auch Eltern haben es einfach nicht gewusst und beachtet, wie Erziehung funktionieren kann, ohne dass sich das Kind verbiegt. Die Menschen, die also mit Zwang zu mir in die Praxis kommen, erzählen mir in sehr, sehr vielen Fällen Dinge wie: Ich habe immer versucht, es allen recht zu machen. Ich habe immer geglaubt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich wollte doch immer nur, dass der andere zufrieden mit mir ist. Na, merkst du was? Ganz schön anstrengend so ein Leben, stimmt's? Die Vernachlässigung der eigenen Persönlichkeit, um die Wünsche und Anforderungen der anderen zu erfüllen, macht sich aber nicht immer sofort bemerkbar. Es gibt da so ein Witz, wo der Autofahrer den Tankwart fragt, was kostet bei Ihnen ein Tropfen Benzin? Und der Tankwart antwortet, ein Tropfen, der kostet nichts. Gut, antwortet daraufhin der Autofahrer, dann tropfen Sie mir den Tank bitte voll. So ähnlich musst du das auch hier sehen. Es ist nicht das eine Ereignis, auf das der Zwang zurückzuführen ist. Es sind ganz, ganz viele von diesen kleinen Tropfen, die dem Menschen vermittelt haben, seine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen und sein Leben nach den Wünschen der anderen auszurichten.
Was daraus entstehen kann, sind Angsterkrankungen, sind schwere Depressionen und eben auch Zwänge. Einer meiner Klienten erzählte mir beispielsweise, dass er morgens ganz normal aufsteht und ins Bad geht. Dort allerdings kommt er dann vor 4 bis 6 Stunden nicht mehr raus. Auf die Frage, was er in dieser Zeit im Bad tut, zuckte er mit den Schultern und meinte nur kurz, waschen. Später erzählte er mir, dass die Seife im genau richtigen Winkel zum Wasserhahn liegen musste. Das Handtuch ohne eine Falte am Haken hängen sollte und all diese Dinge mussten durchgeführt werden, da mein Klient der Meinung war, dass anderenfalls etwas ganz Schlimmes passieren würde. Was dieses Schlimme war, das konnte er mir nicht sagen. Noch häufiger finden Betroffene den Weg zu uns ins IAC, wenn es um Zwangsgedanken geht. Dann höre ich solche Sätze wie, ich laufe an jemanden vorbei und dann denke ich tue dem was an. Ich würde bestimmt niemanden verletzen und ich will das ja auch gar nicht. Aber ich werde die Gedanken nicht los, jetzt diesem fremden Menschen etwas anzutun. Andere zählen die Bäume in einer Straße oder denken an Entblößung in der Öffentlichkeit oder was auch immer. Es sind diese sehr stark belastenden Gedanken, die als krankhaft wahrgenommen werden. Beim Zwang spielen also immer große Ängste eine Rolle und auch Niedergeschlagenheit oder Hoffnungslosigkeit. Und es spielt auch Aggression eine sehr große Rolle. Aggression und die innere Abwehr gegen etwas, die nie richtig ausgelebt werden durfte oder wurde und die sich mit der Zeit verselbstständigte und nach innen gegen das eigene Ich gerichtet hat. Wahrscheinlich verstehst du nun schon wesentlich besser, wie sich Zwänge entwickeln können. Was ist aber dagegen zu tun, beziehungsweise was wird dagegen unternommen? Da die Schulmedizin bei Zwangserkrankungen davon ausgeht, dass Zwang niemals im Leben vollständig beseitigt werden kann, haben sich zahlreiche Privatkliniken auf Patienten mit Zwang ausgerichtet bzw. orientiert. Und in diesen Kliniken wird dann in den meisten Fällen genau das Gleiche getan, was innerhalb der Schulmedizin getan wird, mit dem Unterschied, dass sich in vielen Fällen mehr mit dem Patienten beschäftigt wird. Dass diese Menschen länger in der Klinik, wie ich es nenne, eingesperrt werden und dass die anfallenden Kosten keine Krankenkasse, sondern der Patient selber trägt. Und diese Kosten sind erheblich. 20, 30 oder noch mehr 1000 Euro sind nicht unüblich bei so einem längeren Aufenthalt und der Patient wird nach etwa einem Viertel bis halben Jahr erneut zur Therapie in die Privatklinik bestellt. Ja, und die Kosten fallen dann natürlich wieder erneut an. Manch einer verschuldet sich da schon bis ins hohe Alter hinein. Nur weil er endlich befreit leben will, es allein nicht schafft und die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass da noch irgendjemand da draußen die richtigen Hebel betätigen kann für einen. Ich sage meinen Klienten, die mit Zwang zu mir in die Praxis kommen, immer, es gibt niemanden da draußen, der für dich die sogenannten richtigen Hebel betätigt, den Schalter umlegt oder was auch immer in deinem Kopf für dich macht, damit du zwanglos und befreit leben kannst. Es gibt niemanden und ein toxisches Präparat bzw. Psychopharmakon wird es auch nicht für dich regeln. Damit
bin ich dann schon gleich zu Beginn einer Zusammenarbeit immer sehr ehrlich, was manche Menschen enttäuscht, viele aber auch sehr zu schätzen wissen. Was jahrelang unbewusst verinnerlicht wurde, dass es richtig und normal ist, sich genau so zu verhalten, wie man es eben tut oder gelernt hat, einfach mal so zu verändern, ist eben nicht von jemanden anderen für einen machbar und für die betreffende Person auch nicht mit einem kurzen Fingerschnipp zu verändern. So wie das ungeeignete Denken und Handeln, was ja zum Zwang geführt hatte, gelernt und mit der Zeit verinnerlicht wurde, so muss nun auch das neue, andere Denken und Handeln in die eigene Persönlichkeitsstruktur integriert werden. Die klassische Vorgehensweise hier nennt sich kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie ist eine Kombination aus Verhaltenstherapie und, wie der Name schon sagt, kognitiver Therapie. Bei der kognitiven Therapie soll der Patient seine zwanghaften Gedanken bewusst hinterfragen. Also nach dem Motto, was nützt es mir, wenn ich die Seife im rechten Winkel zum Wasserhahn positioniere und dafür 4 Stunden Zeit benötige? Was nützt es mir und was schadet es mir, wenn ich mich täglich so verhalte? Die Antwort auf diese Frage ist bei vielen ähnlich. Sie wissen es nicht, was es nützt, haben aber trotzdem das negative Gefühl, dass etwas ganz Schlimmes geschieht, wenn sich eben nicht so verhalten wird. Dabei ist es den Menschen schon klar, dass damit immer sehr viele Nachteile verbunden sind. Sie wollen darum ja auch unbedingt raus aus dieser Situation. Bei der Verhaltenstherapie wird auch am Symptom angesetzt. Das nennt sich dann Reizkonfrontation mit Reaktionsverhinderung. Und das ist alles andere als spaßig für die Betroffenen. Stell dir vor, du bist der Esel, der den Karren zieht. Der Bauer sitzt hinten auf dem Wagen. Und weil du keine Lust auf Wagen ziehen hast, da hält er dir eine am Stock angebundene Möhre vor die Nase. Du bist der Esel, die Möhre ist vor dir und riecht lecker. Dir läuft der Sapper aus dem Maul, weil du die Möhre unbedingt haben willst, aber je weiter und weiter du auch gehst, der Abstand zur Möhre, der wird nicht kleiner. Reizkonfrontation mit Reaktionsverhinderung. Das passiert in den staatlichen Kliniken und auch in den Privatkliniken, die du mit deinem guten Geld in Größenordnungen finanzierst. Und deine Antidepressiva aus der Gruppe der Serotonin? Wiederaufnahmehemmer setzen nicht etwa an den Ursachen, sondern gleichfalls immer am Symptom an und machen darüber hinaus in bzw. mit dir, von dem weder du noch andere genau sagen können, was das ist. Falls du also unter Zwangsstörungen leidest, so frag dich doch jetzt bitte mal, ob du weißt und mit deinem bewussten Verstand ganz klar sagen kannst, dass es wenig sinnvoll ist, Erbsen zu zählen. Zu denken, ich tue jemanden was an oder 4 Stunden im Bad zu verbringen. Wahrscheinlich weißt du es und wirst jetzt sagen, na klar, logisch. Also was, so frage ich dich, was soll dir die kognitive Therapie dann bringen, wo du doch genau das erkennen sollst, was dir jetzt schon klar ist? Und hört beim Esel der Speichelfluss eigentlich auf, wenn er nach einem langen Fußmarsch nicht mehr laufen kann? Sabbert er dann nicht mehr,
weil die Lust auf Möhre plötzlich weg ist und er auf wundersame Weise zum Fleischfresser wurde? Also ich glaube nicht. Maximal ist es so, dass das eine Negative durch etwas anderes Negatives ersetzt wurde. Er also zusammenbricht, weil er so kaputt vom Laufen ist, dass er einfach nicht mehr fressen kann. Die Ursachen so zu verändern, dass sie an Bedeutung verlieren, weil man dazugelernt hat und zulässt, etwas Neues zu integrieren. Was viel mehr nützt, ist die Aufgabe in der Hypnose. Und das Besondere daran, es geschieht dort, wo alles entsteht. Nicht im bewussten Verstand, sondern an Stellen, die uns unbewusst sind, also im Unbewussten. Dieser Bereich, der bei der Hypnose besonders angesprochen wird, nennt sich das limbische System. Wir können also genau dort verändern, wo sich der Herd, der Keim, der Nährboden der Problematik befindet und setzen glücklicherweise nicht ausschließlich am Symptom an. Das macht es vielen Menschen leichter, sich tatsächlich vom Zwang zu befreien. Aber wie ich eingangs schon sagte, es ist sehr vielschichtig. Persönliche Erfahrungen, Ansichten, Weltanschauungen spielen hier mit rein. Genauso wie Minderwertigkeitsgefühle, ein übertriebener sozialer Verantwortungssinn. Angst spielt eine große Rolle und Gefühle wie Wut, Ärger und Aggression und noch einiges mehr. Den berühmt-berüchtigten Fingerschnipp kannst du also auch in der Hypnose vergessen. So schnell wird es leider nicht funktionieren. Aber ich kann dir sagen, dass die meisten meiner Klienten kaum mehr als 1 bis 2 Wochen benötigten, um eine deutliche Veränderung wahrzunehmen. 1 bis 2 Wochen gegenüber teils Monaten in der Privatklinik, wo du wiederbestellt wirst und wo in den allermeisten Fällen am Symptom angesetzt wird. Und da sage ich, Hypnose ist nicht zu unterschätzen und richtig, richtig gut. Wenn du Fragen zum Thema hast, so verlinke ich dir unter dem Video meine Webseite und die Mailadresse. Da kannst du dich gern nochmal in Ruhe einlesen und dann Kontakt aufnehmen, wenn du dir wirklich helfen lassen willst. Im nächsten Video geht es um das Thema Stress. Jeder hat ihn gefühlt und denkt kaum darüber nach, was Stress mit uns macht. Wenn dich das interessiert, schalte wieder ein und abonniere am besten jetzt gleich den Kanal mit der Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In der Playlist der IAC-Hypnose findest du weitere aktuelle und ganz spannende Themen, die auch für dich wirklich sehr interessant sein dürften. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal und wünsche dir hypnotischen Erfolg.